Jo, dann das habe ich mir aufgeschrieben, weil das ist sonst zu kompliziert. Der Markt ist seit 2022 schwieriger geworden. Stark gestiegene Volatilität, das Umfeld ist diffuser und gerade Anfängerinvestoren wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, mal einen Call mit unseren Ansprechpartnern in der von Buddenbrook Vermögensverwaltung zu machen, um eventuell ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen oder zumindest um aufzuzeigen, wie wir mit den aktuellen Marktgegebenheiten umgehen. Einen ähnlichen Call, der aber nicht veröffentlicht wurde, hatten wir vor ein paar Monaten und der lief so gut, dass wir dachten, vielleicht helfen die Inhalte eines solchen Calls auch anderen Investoren bzw. unseren Followern weiter. Dazu herzlich willkommen Sascha Riemann und Carsten Faber. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und wie auch schon vorher angesprochen, habe ich mir auch ein paar Fragen und Stichpunkte aufgeschrieben, aber schauen wir mal, wo das Gespräch so hinführt. Vielleicht brauchen wir die am Ende ja gar nicht. Dann würde ich sagen, los geht's. Okay. Herzlich willkommen, vielen Dank. Herzlich willkommen, genau. Klasse. Dann steigen wir doch einfach direkt mit Feuer ein. Wie schätzt ihr aktuell den Markt ein und wie seid ihr generell aufgestellt aktuell? Okay, ich fange mal an. Das Gute ist, wir haben definitiv unterschiedliche Meinungen. Das ist immer ganz praktisch, wenn man Portfolien zusammen managt. Ich fange einfach mal an. Der Markt ist, so wie du es gesagt hast, im Moment natürlich total schwierig für viele, die jetzt gerade in den letzten Jahren nur steigende Märkte kannten und gesehen haben, wie viel Geld man damit verdienen kann und nur die eine Richtung kannten. Für uns persönlich macht der Markt jetzt deutlich mehr Spaß, weil wir endlich wieder an dem Punkt sind, wo Bewertungen, Umsätze, Gewinne von Unternehmen auch mal wieder richtig bewertet werden. Wir hatten ja in den letzten Jahren alles, was Technologie war, ist einfach nach oben gelaufen, ohne dass mal einer geguckt hat, was steht wirklich dahinter. Das hat sich Gott sei Dank jetzt ein wenig geändert, sodass unser Job endlich mal wieder ein bisschen gefragt ist, nämlich Unternehmen bewerten, Unternehmen wirklich im Detail prüfen und dann Anlageentscheidungen treffen. Wie wir aktuell aufgestellt sind, kurzer Abriss, können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Wir haben Mitte Januar unsere Portfolien schon umgestellt, weil wir gerade das Thema Zinsen, Zinssteigerungen in den USA gesehen haben und haben da schon gesagt, wir müssen ein bisschen defensiver agieren und ein bisschen mehr auf, wie ich das gerade gesagt habe, Zahlen achten. Haben dann, als der Konflikt in Russland, Russland-Ukraine sich so zugespitzt hat, haben wir das, wie wir das immer in Krisen machen, das Portfolio darauf ausgerichtet, dass eine Krise bevorsteht. Haben in dem Moment die Cashquote deutlich nach oben gefahren, haben Rohstoffe mit ins Portfolio gepackt und haben auch sehr defensive Werte eingekauft, sodass wir durch diese Krise, wie schon bei Corona 2020, sehr, sehr gut durchgekommen sind. Jetzt seit dem 18. Januar im DAX um, ich glaube, mittlerweile 12,5% outperformt haben. Arbeiten nah dran. Ja, aber zumindest zweistellig. Und haben seit Kriegsbeginn, wenn man das so sagen darf, eine Performance von 8,5% und sind damit sehr zufrieden und unsere Kunden definitiv auch, weil da zeigt sich dann halt wieder mal, dass nicht alles nur nach oben laufen kann und man doch ein bisschen Arbeit da reinstecken muss. Und das hören wir halt auch von vielen jüngeren Kunden gerade im Moment, die letzten Jahre viel Performance mit Technologiewerten etc. gemacht haben, dass man sich doch extrem im Moment kümmern muss und sehr viel Zeit damit verbringen muss, wenn man das Portfolio nur einigermaßen stabil halten möchte. Dazu kurze Zwischenfrage, finde ich auch super interessant. Habt ihr da Backlash von euren Kunden bekommen? Weil es war ja tatsächlich jetzt ab April bis, sage ich mal, Ende 2021 so, dass man hätte auch einen Affen hinsetzen können, der irgendeine Tech-Firma auswählt. Ich glaube, Nasdaq ist 130% hoch. Und wenn man ein professionelles Portfolio hat, ne, dann performt man eigentlich in der Zeit nicht mit 130%, weil man halt auch darauf ausgerichtet ist, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Deswegen habe ich jetzt von vielen schon gehört, dass es dann oft dazu kommt, dass Kunden sagen, ja, wie, das hätte ich ja auch selber machen können hier, da hätte ich 130% rausgeholt, ne? Aber ein wirklich gutes Portfolio, eine richtig gute Vermögensverwaltung, eine richtig gute Vermögensverwalter zeichnen sich aus, dann auch, wenn es runtergeht, den Markt out zu performen und stabil zu bleiben. Habt ihr da in irgendeiner Richtung Feedback bekommen? Ja, definitiv. Also das ist ja,
Da kann man, das ist ja nicht nur in unserem Niveau, sondern auch deutlich höher. Man kann ja einfach mal den Vergleich ziehen. Die letzten 2, 3 Jahre hat zum Beispiel Warren Buffett mega viel Kritik bekommen für seine vorsichtige Anlagepolitik etc. Und Fondsmanager wie Katie Wood wurden in den Himmel gelobt, weil sie die neuen Koryphäen sind und alle Menschen reich machen. Wenn man jetzt mal 12 Monate später oder 24 Monate später guckt, Katie Wood ist bei minus 45% und plötzlich performt Warren Buffett wieder alle aus. Das ist halt diese One-Hit-Wonder, wie man die aus der Musik so ein bisschen kennt. Mal ein Jahr oder zwei erfolgreich sein, das ist nicht so schwer. Das kann dann, wie du das sagst, kann auch ein Affe mal richtig liegen. Aber dauerhaft Performance zu bekommen und Stabilität ins Portfolio, das ist das halt, was unser Job so ein bisschen ist. Genau, also da kann man wahrscheinlich auch so sagen, Märkte nach unten zu managen, ist halt deutlich anspruchsvoller als Märkte nach oben irgendwie zu managen. Und Kannst du deinen Ton ein bisschen lauter machen? Geht das? kann gucken, warte, ich mache das Mikro ein bisschen lauter. Also wir können das dann bestimmt nachträglich auch anpassen, aber ich höre dich jetzt sogar ein Ja, bisschen es war sehr schlechter. leise. Mehr als das kann ich nicht. Ah, jetzt hört sich's gut an. Okay, alles klar. Dann mache ich das eben wieder zu. Also was ich gesagt habe, war, Märkte nach unten wesentlich anspruchsvoller zu managen als Märkte nach oben, logischerweise. Und was du gerade gesagt hast, klar, Nasdaq, Riesenperformance, Technologiewerte insgesamt, Riesenperformance. Aber was wir dann auch Kunden immer sagen müssen, ist ja, unser Portfolio gegen ein reines Aktienprodukt zu setzen, ist halt schon im Kern falsch. Natürlich wünschen wir uns auch eine aktienähnliche Performance, wenn der Markt nach oben geht und kriegen das überwiegend auch ganz gut hin. Also wir haben halt mal, klar gibt es Phasen, wo wir auch ein Delta zum starken Aktienmarkt haben, aber es hat ja einen absolut guten Grund. Und wir sehen eben jetzt wieder, wie der Sascha es gerade schon gesagt hat, dass wir in der Phase, wo es dann halt mal ruppelt und auch stark nach unten geht auf der Aktienseite, dass wir dieses Delta super schnell schließen können. Das ist 2020 passiert und das ist eben auch dann letztlich 2022 passiert. Also jedes Mal ist es so gekommen, dass wir die Drawdowns nach unten recht gut vermeiden konnten oder flat waren, also super stabil in der Entwicklung. Und selbst dann, wenn der Markt wieder anspringt, dann haben wir in der Regel so viel Vorsprung zum Markt, dass auch ein gut laufender Aktienmarkt lange braucht, bis er unser Portfolio wieder einbekommt. Also es war, kann man im Portfolio 2020 kann man das super gut sehen. Der Markt ist natürlich also zum Sommer hin, als ich so die erste Corona-Aufregung gelegt hatte, ist der Markt ja relativ stark angesprungen. Also in den USA schon etwas früher und in Europa dann aber auch. Nichtsdestotrotz konnten wir unseren Vorsprung zum stark laufenden Aktienmarkt auch halten. Und das ist eben ja auch die Kunst, sagen wir mal, des Vermögensverwaltens, dass wir eben nicht eine Anlageklasse haben, wo wir entscheiden müssen, nehmen wir jetzt Biotech, Pharma oder doch PureTech, sondern wir müssen eben ja auch die Anlageklassen miteinander so kombinieren, dass wir in allen Marktphasen eine relativ gute Stabilität hinbekommen, dass wir eben auch die Risiken quasi jederzeit schnell abfedern können, die da sind und trotzdem nach oben hin gut verdienen. Aber eben nicht nur auf der Aktienseite, sondern wie der Sascha das gerade auch schon gesagt hat, jetzt gerade beispielsweise fast mehr auf der Rohstoffseite als auf der Aktienseite. Na, weil natürlich jetzt Gold gut gelaufen ist, Gas mega gut gelaufen ist, Öl war top, also oder Silber letztlich auch. Also wir können dann letztlich natürlich auch aus diesen Anlageklassen echt schöne Performance holen. Wie macht ihr das? Habt ihr klare, sage ich jetzt mal, Muster oder Handlungsweisen, die ihr anwendet, wenn der Markt, sage ich mal, nach oben zieht oder nach unten zieht? Oder sitzt ihr tatsächlich wöchentlich oder monatlich zusammen und rebalanced euer Portfolio? Eher stündlich, würde ich sagen. Also zumindest mal täglich. Das hat sich in der Vergangenheit tatsächlich auch als das Instrument gezeigt, was am wirksamsten war. Weil der Sascha hat das einführend ja gesagt, wir hatten Anfang des Jahres, also im Januar, eigentlich einen ganz klaren View, wie das Jahr so laufen sollte. So zumindest mal fürs erste Halbjahr. Weiter gucken geht eigentlich eh nicht. Uns war relativ klar, Inflation dann doch länger und höher als noch Ende letzten Jahres gedacht. Dementsprechend mehr Zinsschritte, mehr Druck auf die eher hochverschuldeten Unternehmen, auf die Unternehmen, deren Gewinne eben weiter in der Zukunft liegen. Und wir haben das Portfolio eben umgebaut. Und dieser Umbau hat hervorragend funktioniert, aber so ein Krieg hat halt trotzdem niemand auf dem Zettel. Und diesen Plan, den du dir im Januar machst und wo du denkst, okay, damit kommst du so bis zum Sommer,
ist halt ab Ende Februar völlig über den Haufen geworfen. Beziehungsweise dann hast du halt wieder neue Einflussfaktoren, die dein Portfolio, was im Kern auch immer noch funktioniert, also unser Core-Portfolio, so wie wir es jetzt haben, ist noch sehr ähnlich der Aufstellung zum Januar. Aber wir mussten halt links und rechts flankieren, so ein bisschen beimanagen, weil wir eben ja schon dieses neue Risiko, das durch den Krieg entstanden ist, irgendwo bewerten müssen und dann auch im Portfolio berücksichtigen müssen. Also tatsächlich echt Tagesarbeit. Wie kann man sich das dann vorstellen? Jetzt mal als Beispiel, ne? Ein Event, was so, glaube ich, die letzten zwei Jahre nicht passiert ist, oder gerade, sage ich mal, ab April 2020 bis Ende 2021, Russland marschiert in der Ukraine ein und an dem Tag geht der Aktienmarkt durch die Decke und Nasdaq steigt um 20%. Ruft ihr euch dann vollkommen panisch an und sagt, wir müssen wieder raus aus den Sicherheitspositionen, wir müssen rein in Tech, oder wie kann man sich das vorstellen? Also wir machen kein Daytrading oder ähnliches. Also es ist ja so, dass sich die meisten Krisen etc. vorher abzeichnen. Das heißt, wir sitzen, sobald es irgendwas auf den Tisch kommt, vorher zusammen, versuchen eine Strategie dafür zu entwickeln, wenn es eintritt, überlegen uns, wie sind die Auswirkungen, sofern man sie denn erkennen kann, und entscheiden dann halt wirklich in dem Moment, wo es passiert. Aber wir lassen uns nicht vom Markt in die eine oder andere Richtung treiben. Nur weil der Markt irgendwas entscheidet, heißt es ja noch lange nicht, dass die Bewertung dazu auch definitiv stimmen muss. Also da haben wir einen klaren Fokus, dass wir alles immer ganz in Ruhe entscheiden, zusammensitzen. In so Phasen, wie jetzt in den letzten zwei Jahren häufiger waren, haben wir mehr Kontakte miteinander als mit unseren Frauen. Aber das ist dann halt, das gehört dann irgendwie dazu. Nein, aber wir sitzen mit den Büros nebeneinander. Da ist es so, dass wir feste Termine haben, aber auch immer mal wieder zwischendurch. Abends um 10 bis die US-Börsen zumachen, nochmal schreiben, wenn wir irgendeine Idee haben oder ähnliches, wo wir darauf auswirken müssen. Also da sind wir einfach in regelmäßigen Kontakt. Und das ist halt das Gute, dass wir zu zweit sind, so wie ich das sagte, unterschiedliche Herangehensweise, aber halt auch schnelle Entscheidungswege. Also da sitzen nicht 20 Leute zusammen und müssen drei Tage überlegen, bis sie eine Entscheidung treffen können, sondern die können wir sehr schnell treffen. Also zum Beispiel, gestern wurde ins Marktende rein nochmal gekauft. Manchmal wird ins Marktende alles verkauft. Da telefoniert er dann auch nochmal kurz vor 10 und sagt, Gott, wir sind 5% hoch bei Tesla, lass mal abstoßen über Nacht, oder? Nein, das machen wir nicht. Das ist ja dann wirklich, das wäre dieses Daytrading. Tagesschwankungen sind erstmal interessant. Also wir brauchen schon eine Strategie. Immer was, alles, was wir machen, ist eigentlich mittel- bis langfristig gedacht. Dann ergeben sich Situationen, wo wir ein bisschen umdenken müssen oder nachjustieren müssen. Aber innerhalb eines Tages auf gar keinen Fall und auch nicht innerhalb von zwei oder drei Tagen. Also das ist dann für die Zocker am Markt und nicht für uns als Vermögensverwalter. Also da müssen schon sehr einschneidende Ergebnisse oder Ereignisse da sein, dass wir innerhalb eines Tages unsere Meinung komplett ändern. Ja, auch so große Kursbewegungen auf einzelnen Werten, dass wir eben mal sagen, okay, wir haben im Prinzip das verdient, was wir verdienen wollten. Unser Ziel ist irgendwie schneller gekommen oder eben auch nach unten. Wir haben eine andere Situation am Markt, der Titel funktioniert nicht mehr und dann geht er halt auch weg. Das meinte ich vorhin mit der Tagesarbeit. Dann laufen wir einmal über den Flur, besprechen die konkrete Situation zu dem einzelnen Wert, entscheiden dann, was passieren soll und dann wird auch gekauft oder verkauft. Also worauf sollen wir dann auch noch warten? Gibt es dann klare Indikatoren, mit denen ihr arbeitet, mit einem ASI oder arbeitet ihr dann mit fundamentalen Analysen oder wie entscheidet ihr, ob ihr eine Aktie ins Portfolio aufnehmt oder wieder abgibt? Willst du? Mach ruhig, bitte. Also ganz grundsätzlich ist unsere Herangehensweise tatsächlich eher top, also bei mir top-down, beim Sascha bottom-up. Um mal diese beiden Unworte des Portfolio-Managements zu verwenden. Kannst du das kurz erklären vielleicht für unsere Follower, was das heißt? Ja, also ich komme eher über die Makro-Seite und gucke mir also globale Volkswirtschaft an, gucke mir regionale Volkswirtschaften an, gucke mir einzelne Sektoren an. Und versuche, Korrelationen zu verstehen. Also wie Rohstoffe zu Aktie, Aktie zu Anleihe, Anleihe zu Cash, Währungen in Teilen. Und Sascha kommt eher von der Unternehmensseite und liest unglaublich viel über Unternehmen, über Entwicklung, Produkte, hat irgendwie
ja, dann ein ganz gutes Gespür auch, was so die Themen von übermorgen sein könnten. Und kommt dann mit, guck mal hier, ich habe ein Unternehmen gefunden, finde ich total spannend. So, und dann müssen wir irgendwie, meine Sicht von diese Sektoren sind jetzt irgendwie gerade spannend und Saschas Sicht von diese Unternehmen sind gerade spannend, so weit übereinander legen, dass wir gucken, wo sind denn jetzt unsere Schnittmengen? Also wo passt sein Unternehmensview zu meinem Sektorenview? Oder macht es jetzt gerade Sinn, in China zu investieren? Also wenn ich jetzt glaube, nein, er aber ein chinesisches Unternehmen bringt, dann müssen wir irgendwie mal gucken, wie wir daraus eine Anlageentscheidung ableiten. Das ist genau das, was ich meine. Wir nähern uns dann tatsächlich eher von diesen beiden Seiten an. Das aber auf Tagesbasis tatsächlich. Also ich versuche mir irgendwie jeden Tag logischerweise ein Bild zu machen. Das Bild ändert sich eben auch nicht kolossal jeden Tag, es sei denn, wir haben große Events an den Märkten. Und Sascha kommt quasi jeden Tag mit neuen Unternehmen, über die er gelesen hat oder neue Produkte, die er spannend findet. Und dann bauen wir daraus eben das Portfolio. Das heißt, wirklich langfristig investiert ihr gar nicht in Unternehmen. Ihr managt tatsächlich sehr aktiv und tatsächlich fast täglich, wöchentlich. Oder habt ihr auch Unternehmen im Portfolio, die ihr immer drin habt oder lange drin habt? Wir haben auch Werte schon seit 10 Jahren im Portfolio. Ja. Welche? Wenige. Aber beispielsweise eine Evotech. Die haben wir irgendwann mal für 3 Euro gekauft, steht jetzt bei 26. Also es sind einfach so Sachen, das kann passieren, wenn das Geschäftsmodell langsam, aber stetig wächst und einfach zu den Zahlen passt. Warum sollen wir es tauschen? Also das kann passieren. Das, was Carsten gesagt hat, ist ja wirklich sehr, sehr gut erklärt. Wichtig ist halt bei uns immer, es gibt immer nur eine einstimmige Entscheidung, ob ja oder nein, also Kauf oder Verkauf. Immer nur einstimmig. Wir überzeugen uns da nicht gegenseitig von etwas. Entweder glauben wir beide dran, dass Makro- und Mikrolage übereinander passen, oder wir lassen es halt einfach sein. Weil dafür gibt es einfach genug Werte am Markt, genug Anlageklassen, dass man auf jeden Fall was findet, was Sinn macht. Aber nochmal, dieses tägliche Trading oder Ähnliches machen wir überhaupt nicht. Also wenn wir etwas kaufen, heute oder morgen, dann eigentlich mit dem Blick darauf, dass es 6, 12, 18, 24 Monate oder 5 Jahre bei uns im Portfolio bleibt, sollte sich die Entwicklung natürlich überholen oder die Rendite einfach viel schneller sein, als wir das erwarten. Dann kann es natürlich sein, dass sowas mal wieder aus dem Portfolio fliegt. Das ist ganz klar. Was sind aktuell eure größten Positionen? Also die größte Position im Moment ist Gas. In welcher Form dann? Als Rohstoff oder in als Rohstoff? Als Rohstoff. Ja, wir haben dann noch eine Berkshire Hathaway mit im Portfolio, eine United. Kann man ja auch gleich Apple nehmen, ne? Mit dabei. Ja, das ist aber ein bisschen weiter gestreut und hat noch mehr Cash als Apple. Ja, noch mehr. Ja, wie gesagt, Gold haben wir physisch mit im Portfolio, physisch hinterlegt. Und ansonsten haben wir ein bisschen was im Pharma- und Biotech-Bereich, also sehr vorsichtige Werte. Ein bisschen noch was im Wasserstoffbereich. Richtung erneuerbare Energien, also breit gestreut einfach. Würdet ihr als sage ich jetzt mal, schon Profis in dem Bereich, würdet ihr sagen, dass es aktuell schwierig ist, durch den Markt zu manövrieren oder eher leicht im Vergleich zu den letzten, sage ich mal, 10 Jahren vielleicht? Also ich würde tatsächlich sagen, dass es eindeutig selektiver geworden ist. Wenn man mit Selektivität gut umgehen kann, heißt das nicht automatisch, dass es schwieriger geworden ist. Ich kümmere mich nicht ganz so sehr um mein Depot und lasse eher lang laufen, glaube ich, die Zeit ist tatsächlich erstmal rum. Also dieses Langlaufen lassen, fangen wir mal so an. Dieses Langlaufen lassen kommt ja auch eher von der Aktienseite. Ne? Also die Jungs und Mädels, die jetzt erst seit kurzem am Kapitalmarkt aktiv sind und ihre Portfolios zusammengestellt haben, das sind ja in aller Regel Aktienportfolios oder Kryptoportfolios. Aber ansonsten, es ist ja niemand, der jetzt eine hohe Goldposition hat oder eine ganz besonders Exposure in Unternehmensanleihen oder sonst was. Das sind ja alles Portfolios, die ausgerichtet waren für, guck mal, der Markt Nasdaq, dein Beispiel, 130%, will ich gerne auch in meinem Portfolio haben, also kaufe ich die Werte, die sowas leisten können. Das wird so nach jetzigem Stand der Dinge in den nächsten Jahren nicht mehr so einfach möglich sein. Also zum einen glaube ich, das Umfeld für Aktien wird ganz grundsätzlich ein anderes sein, einfach weil viel weniger Kapital am Markt sein wird durch die restriktivere Zinspolitik. Wir werden das Thema Inflation haben, was eben auch bedeutet, am Ende wird der Konsument wahrscheinlich ein Stückel weniger in der Tasche haben, also auch ein Stückel weniger, was er investieren kann.
der Mut derjenigen, die, wie der Sascha das auch gesagt hat, nur Märkte kennen, die nach oben gegangen sind, der wird kleiner werden, wenn auch mal Rückschritte da sind von 20, 25 oder 30% und es dann quasi um echtes eigenes Geld geht und nicht irgendwelche Wikifolio-Portfolios, sondern das eigene Geld, was da mal um 20 oder 30% weniger ist, verbunden mit der Nichterfahrung, dass es eben solche Marktphasen auch zu Recht gibt und geben muss. Das wird den Risikoappetit, würde ich mal sagen, wird den Risikoappetit von insbesondere jüngeren Investoren etwas schmälern. Und dementsprechend glaube ich, dass wir auf der Aktienseite einfach ein ganz anderes Bild haben werden. Wir werden eben nicht mehr stumpf irgendwelche Sektoren haben, die einfach nur nach oben laufen, sondern es wird dezidierter um einzelne Unternehmen gehen, die sich in diesem sicher herausfordernderen Marktumfeld einfach gut und sicher positionieren können. Entweder indem sie eine starke Marke haben, indem sie treue Kunden haben, indem sie viel Liquidität, Cash haben, Innovation betreiben können, indem sie eine geringe Schuldenlast haben und da also von der Zinsseite nicht so unter Belastung sind. Das wird alles ein anderes Bewertungsmuster werden als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also dieses einfach, ich kaufe mal und na, am Ende des Jahres klatsche ich in die Hände, weil ich wieder 60% hatte, sehe ich nicht mehr. Tatsächlich, wo seht ihr, oder fangen wir mal damit an, wo seht ihr die Märkte in den, sage ich mal, nächsten 2-3 Monaten? Volatil. Ja, denkt ihr die Volatilität, weil jetzt ist sie gerade ein bisschen abgesackt, sagt ihr, die steigt wieder an? Der Markt hat sich vielleicht so ein bisschen auch. Carsten eingefroren, ja, ne? Nee. Ah, nee, doch. Es sah so aus. Ja, du hast ihn mit der Frage geschockt. Nein, also ich finde das, was du mal gefragt hast, ist ja diese typische Frage, wo sehen Sie den DAX am Ende des Jahres? Ja, das kann ich auch würfeln, dann habe ich das Ergebnis. Nein, die Nachrichten kommen ja so schnell rein und haben sich so schnell verändert, dass eine Prognose, ich kann dir jetzt sagen, irgendwo zwischen 5.000 und 20.000, dann werde ich wahrscheinlich richtig liegen. Aber der Rest ist völlig, völlig offen. Das hängt davon ab, was passiert jetzt in der Ukraine, wie geht die Fed weiter damit vor, was kommt an Geld in den Markt aus. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und für alle, das hat der Carsten ja gerade auch gut erklärt, also wir müssen definitiv davon wegkommen, davon auszugehen, dass ich jedes Jahr mit meinem Portfolio 30, 40 oder 50% machen kann. Es gab mal jetzt eine Phase, wo das funktioniert hat, aber das ist niemals langfristig wiederholbar. Das hat es nie gegeben und wird es auch nicht geben. Es gibt keinen Investor, außer Bernie Madoff, der mal, glaube ich, 20% jedes Jahr bekommen hat, aber hinbekommen hat. Aber so halt ein Betrüger. Der Rest schafft es einfach nicht. Es ist nicht möglich. Das kontinuierlich durchzuhalten sein. Ich gehe in ein so hohes Risiko, ja. Dass das sicherlich nicht gut ist für die Kunden. Ja, es ist tatsächlich, also ich beobachte es ja auch und bin ja auch aktiv. Ja. Tatsächlich hat sich das massiv gedreht. Ich weiß noch, in den letzten 2 Jahren haben die Leute mal lustige Triangle in die Charts gemalt. Ne? Dann ist der Kurs langsam ins Triangle reingelaufen und dann war klar, Jungs, morgen brechen wir aus. Und was haben wir gemacht? Morgen brechen wir aus. Meistens nach oben. Und wenn es dann doch mal nach unten gelaufen ist, dann ist es relativ schnell wieder gedreht nach oben. Ne? Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so unberechenbar geworden. Man hat das Gefühl, man kann wirklich einen Coinflip machen, ob jetzt eine positive News verkauft wird oder gekauft wird. Vollkommen wahnsinnig. Also ich habe teilweise das Gefühl, man, wie du gerade schon gesagt hast, man kann sich gar nicht mehr positionieren in der Form, vor allem kurzfristig. Langfristig würde ich schon sagen, kann man sich sehr gut positionieren, weil manche Unternehmen ja doch schon relativ weit abgeschossen wurden aktuell. Manche Rohstoffe sind sehr interessant. Gibt es Werte, Rohstoffe oder Aktien, wo ihr sagt, jetzt mal nicht auf die nächsten 2-3 Monate geguckt, aber sagen wir mal auf die nächsten 1-2 Jahre, das finden wir super interessant. Da sind wir auch schon sehr stark drin positioniert und da werden wir unsere Position auch halten, fast egal, was komme. Auch das ganz schwierig. Also Gold haben wir eigentlich immer im Portfolio, wenn es passt, gerade jetzt das Thema Inflation. Gold ist halt eine gute Beimischung fürs Portfolio. Und ansonsten muss man halt extrem differenzieren. Das hast du ja gesagt. Wir haben
guck dir die Nasdaq an, ne? Die hat Ende des Jahres, Anfang des Jahres nochmal um 20% korrigiert. Da haben viele schon gedacht, oh, dramatisch. Aber wenn man sich da mal im Endeffekt anguckt, wie das auf die Einzelwerte runtergebrochen passiert ist, da haben die Großen mal überhaupt nicht so viel verloren wie eine Microsoft, eine Apple etc. Der Rest der Nasdaq hat aber teilweise 60-70% verloren. Dann sieht man, wie viel zu hoch die Bewertungen waren. Und das muss man sich halt genau angucken, ob es irgendwo eine IT-Bude gibt, die vielleicht ein bisschen Umsatz macht, aber auf gar keinen Fall Gewinn, aber schon mit 30 oder 40 Milliarden bewertet ist, weil die könnten ja in 5 Jahren Marktführer sein. Oder du nimmst halt Apple, die einfach Geld verdienen, die auf 70 oder 80 Milliarden Cash sitzen und die auch eine Inflation einfach ausgleichen, indem sie die Handys teurer machen. Also, und die einfach weiterverkaufen. Das sind halt große Unterschiede, wo man einfach genau drauf gucken muss. Aber eine Apple verzehnfacht sich jetzt auch nicht mehr in den nächsten 2 oder 3 Jahren, da wo viele drauf gesetzt haben und gehofft haben, dass sie genau so einen Wert finden. Das kann man einfach vergessen. Ja. Aber das sollte man nicht mehr tun. Obwohl das tatsächlich interessant ist. Ich habe mir letztes Mal, irgendein YouTuber hat mich darauf hingewiesen, hat mir mal den Amazon-Kurs der letzten 20 Jahre angeguckt. Ne? Und man guckt sich jetzt Krypto an und sagt, boah, die sind ja vollkommen wahnsinnig. 80% runter, 600% wieder hoch und so weiter, ne, über die letzten 10 Jahre. Krypto kennt ja eh bloß einen Bullenmarkt, langfristig geht es immer nur nach oben und so weiter. Aber wenn man sich mal den Amazon-Kurs der letzten 20 Jahre anguckt, dann bildet der Krypto schon fast ziemlich genau ab. Da sind Einbrüche von 80, teilweise über 80% dabei. Da sind Zeiten dabei wie 2008 oder kurz davor, wo Amazon schon bei $110 stand und wir reden ja jetzt noch vor wahrscheinlich 1, 2 Stocksplits, wieder runtergerauscht auf $8 und mittlerweile muss man ja sagen, stehen wir bei $3,000, glaube ich fast, oder wo sind wir, oder mehr in dem Bereich, und du sagst, Apple wird sich nicht mehr verzehnfachen. Sagst du wirklich oder gibt es nicht doch die, weil mittlerweile ist es ja so, dass diese großen Tech-Firmen so eine Marktmacht besitzen und so ein Riesenpotenzial immer noch haben, dass ich es tatsächlich ungern bei irgendeinem der großen Fabulous-Unternehmen ausschließen würde, dass die sich nochmal verzehnfachen. Ja, ich hab gesagt, in den nächsten 2 Jahren Okay. verzehnfachen. Also diese kurzfristigen, ich möchte gerne mein Geld verzehnfachen in den nächsten 12 oder 18 Monaten. Das passiert mit einer Apple jetzt nicht, es sei denn, was auch immer sie noch erfinden. Nein, du, es ist einfach eine tolle Firma, eine tolle Aktie für 10, 20 Jahre. Das ist etwas, was man sich Stand heute langfristig sicherlich ins Portfolio legen kann, wenn man Apple-Freund ist und an die Story glaubt. Kann aber auch in 3 Jahren wieder anders sein. Ne? Also es kommt ja, der Markt ist halt so schnell, das sieht man, Nokia war auch mal der Top-Handy-Hersteller, haben halt den Zug komplett verpasst und würden heute lieber wahrscheinlich wieder Gummistiefel machen. Ja, heutzutage finde ich immer interessant, ich kann es total verstehen, dass Unternehmen wie Nokia und Co. pleite gegangen sind oder nicht pleite, ich glaube, die gibt es ja sogar noch, ne? Ja. Auf jeden Fall nicht mehr so erfolgreich, wie sie mal waren. Heutzutage ist aber Technologie so krass datengesteuert, dass man so eine Marktmacht und so einen Vorsprung hat, jetzt mal als Top-Beispiel Google, dass man sich kaum vorstellen kann, dass wenn ein Unternehmen so viel Daten hat, dass sie teilweise vor dir wissen, was du willst, dass die jemals wieder von der Bildfläche verschwinden, so wie es quasi Nokia ist, ne? Das hängt, bin ich bei dir, hängt aber immer natürlich von Regulierungen ab. Es kann immer mal wieder eine Regierung, auch in den USA geben, die plötzlich eine extreme Regulierung, was Datenschutz etc. angeht, erwirkt und dann haben die halt ein Problem. Also ich sehe es im Moment auch nicht so, ne? Aber man darf nie sagen, das kann nicht passieren oder die werden für immer da oben an der Spitze bleiben. Das ist der Moment, wo jemand das bei dem Vorstand auch noch glaubt, der bleibt für immer oben an der Spitze, ist der Zeitpunkt, wo man eine Aktie verkaufen sollte, weil dann wird es nicht gut gehen. Also das an der Spitze sich zu halten, weißt du, ist immer das Schwierigste. Tatsächlich finde ich auch interessant, du hast Gold oft angesprochen, jetzt bei den Rohstoffen ist bei euch eine super große Position oder eine große Position vergleichbar. Silber hast du nicht einmal erwähnt, wie würdest du Silber und Gold vergleichen? Silber ist ja tatsächlich ein Markt, der, also alle Märkte sind manipuliert, aber Silber ist ja quasi so, ne, die Quintessenz der Manipulation fast, würde ich sagen. Habt ihr Silber auch im Portfolio, wo seht ihr Silber hingehen? Ja, also Silber hat halt
Metallfunktion wie Gold auch, also als Edelmetall durchaus relevant, aber eben auch viel mehr als Industriemetall, weil wir es insbesondere ja zum Beispiel bei den E-Autos brauchen, um einfach Batterie mit dem Fahrzeug. Und wenn man sich also anguckt, dass momentan so etwa 13,5%, 14% der jährlichen Silberproduktion für die E-Auto-Herstellung benötigt werden auf heutigen Stand und uns angucken, wo die E-Mobilität hingehen wird und wie viele E-Autos wir in den nächsten Jahren produzieren werden, Silber aber so wie Gold auch jetzt nicht auf Knopfdruck viel, viel stärker explorieren können, dann ist Silber sicher auch aus diesem Grund Industrierohstoff eine ziemlich gute Idee. Also wir haben die Position, wir haben sie jetzt auch schon länger. Sie funktioniert eben auch als Absicherung fürs Portfolio, das mal schon. Sie funktioniert aber eben auch nicht, wenn Automobilwerte ganz, ganz schlecht sind. Das ist halt der Nachteil davon, das haben wir bei Gold nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Kombination aus Gold und Silber gefällt uns schon ziemlich gut. Und wir schauen eben auch nach Platin, wir schauen nach Palladium, wir schauen nach Nickel, nach Kobalt. Also alles schon diese Precious Metals, die wir dann auch in der Zukunft immer mehr brauchen. Und jetzt mit diesem zusätzlichen Druck auf die erneuerbaren Energien und deren Ausbau sicher noch viel stärker brauchen werden, als wir es vielleicht Ende letzten Jahres prognostiziert haben. Also es gibt ja durchaus Untersuchungen oder auch Schätzungen dazu, dass wir in Kupfer beispielsweise auch einen Wert haben, der sich locker vor 200, vor 300-fachen kann. Das geht eben für ganz viele dieser neuen Metalle oder der Metalle, die wir jetzt neu im verstärkten Maße brauchen, gilt es eben auch. Ja. Wie seht ihr da generell die Wachstumschancen in dem Markt? Sagt ihr, Gold ist ja mittlerweile auch schon wieder recht gut gelaufen. Seht ihr da in den nächsten ein, zwei Jahren noch Wachstumspotenzial? Gerade wenn man sich mal anguckt, wie viele dunkle Wolken aktuell über dem Markt schweben. Und die eine der dunkelsten ist ja tatsächlich Rezession bzw. Stagflation und so weiter. In dem Marktumfeld, wie seht ihr Gold und Silber sich entwickeln? Ja, also nochmal, wenn wir Gold kaufen, kaufen wir das nicht, um zu sagen, wir machen damit 20-30% Rendite. Das ist eine Absicherung, eine Stabilität fürs Depot. Aber klar, das Umfeld dafür ist da. Und wenn man sich mal überlegt, dass Gold ja jetzt nicht so gigantisch gelaufen ist für das, was wir eigentlich für ein Umfeld haben, nach Corona, Inflation, Krieg etc., da hätte Gold auch noch deutlich, deutlich besser laufen können. Also von daher sehen wir das jetzt nicht überkauft oder dass da kein Potenzial mehr ist. Und gerade das Thema Rohstoffe, das vergessen halt ganz viele, das hat der Carsten ja gerade gut erklärt, dass für die ganzen erneuerbaren Energien Rohstoffe benötigt werden. Und dann haben wir alle das Gefühl, wir stellen da mal ein Windrad hin und dann funktioniert das. Aber was in so einem Windrad ist oder in einem E-Auto ist oder in so Solarpanels ist, dafür brauchen wir Rohstoffe. Das vergessen immer ganz viele. Wir brauchen nicht viel Öl vielleicht dafür, aber alles andere an seltenen Erden oder auch an seltenen Rohstoffen. Dann, das ist auch ein ganz guter Hinweis, weil ich wollte es vorhin auch schon gesagt haben, Mario, deine Frageführung oder das Abarbeiten der Assetklassen, das zeigt eigentlich, also du zeigst dich im Prinzip so wie ein großer Teil junger Investoren das tut. Also ein großer Fokus auf der Aktienseite, ne? Also wo finde ich die vielleicht Technologieunternehmen, die noch ein Potenzial von 200, 300, 400% haben und da gehe ich drauf, die will ich haben, die tue ich nur ins Portfolio. Und bei der Suche nach diesen Trades vergisst man halt viele andere Anlageklassen, die entweder A, eine stabilisierende Berechtigung haben oder die im Prinzip das gleiche Renditepotenzial aufweisen wie einzelne große Tech-Unternehmen, eben weil deren Nachfrage extrem ansteigt, deren Produktion aber eben oder Exploration eben nicht so eben auf Knopfdruck zu gewährleisten ist. Und deswegen geht es eben bei uns in der Tagesarbeit nicht nur um die Aktie, sondern es geht ja ganz bewusst um das Suchen anderer Renditequellen, um eben auch viel mehr Stabilität ins Portfolio zu bekommen, eben durch geringe oder teils negative Korrelation und ein Portfolio, was eben auch über alle Marktphasen auch performen kann und nicht nur dann, wenn der Aktienmarkt gut läuft. Und das sehen wir ja gerade auch. Ne? Wir schaffen es tatsächlich fast besser, in schwierigen Märkten Performance zu holen, als in gut laufenden Märkten, wo man sagt, Plain Vanilla, Aktie, Tech, alles super.
Deswegen meinte Sascha ja schon, es macht endlich wieder Spaß. Ja, ist tatsächlich so. Also hätten wir keinen Krieg, würde es noch viel, viel, viel mehr Spaß machen, weil wir haben damit jetzt wieder einfach einen super marktbestimmenden Einflussfaktor, von dem wir nicht wissen, wie lange er dauern wird und von dem wir auch nicht wissen, wo das Ganze noch hingeht. Das ist einfach schlimm. Also ne, von alledem, was menschlich da absolut schlimm ist, für unsere Arbeit ist es doof, weil wir wieder eine Unbekannte haben, deren Einfluss wir sehr, sehr schlecht greifen können. Und das überlagert wieder alles andere. Also die Marktmechanismen wären viel einfacher zu sehen, wenn wir nicht dieses überlagernde Thema des Krieges hätten. Weil wir stellen ja beispielsweise fest, das Thema, wovor alle so große Angst hatten, nämlich steigende Zinsen in den USA, ultra schlecht für die Technologiewerte, vermeintlich. Ergebnis ist, so schlecht scheint es für die Technologiewerte nicht zu sein. Und hätten wir keinen Krieg, würden die Indizes nach meinem Dafürhalten noch auf ganz anderen Niveaus, also höher notieren. Und das Thema Zinsen wäre wieder ein viel heißeres im Vorfeld gewesen, als es dann am Ende des Tages gegessen worden. Ja, hier ist ja Thema Zinsanhebung, ist ja fast Thema Nummer eins in jedem YouTube-Stream über die Märkte. Ja. Ist das bei euch auch ein großes Thema? Wo seht ihr das Ganze hingehen? Wo seht ihr Gefahren oder vielleicht auch Möglichkeiten? Also, ja, Zinsen, natürlich ist das ein Thema, müssen wir uns halt mit beschäftigen. Aber man darf ja immer eins nicht vergessen. Wenn Zinsen steigen, tun sie das ja meist, weil wir ein gutes wirtschaftliches Umfeld haben. Das heißt, Arbeitslosenquote ist niedrig, Inflation ist hoch. Die Zinsen werden ja nicht erhöht, weil irgendwas schlecht läuft. Sondern das ist meist in einem guten bis sehr, sehr guten Umfeld. Und von daher haben wir überhaupt gar keine Angst vor Zinssteigerungen, sondern da tun sich halt wieder neue Möglichkeiten auf für viele. Man muss halt das Ganze einwerten können. Man muss halt gucken, welches Unternehmen ist massiv verschuldet und vielleicht auch kurzfristig zur Rückzahlung oder zur Verlängerung von Schulden verdammt. Da kann sich halt dann viel auf die Gewinne oder auch Nicht-Gewinne auswirken. Aber das Thema ist total spannend und wir glauben halt, dass da die USA natürlich in diesem Jahr viele Zinsschritte gehen werden. Aber das ist nicht schlimm, weil die haben eine hohe Beschäftigung, die haben ein hohes Wirtschaftswachstum. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bei der Inflation können die Zinsen nur erhöhen, der Realzins wird weiter negativ bleiben. Also das ist, da sind wir entspannt. Ja, viele sagen ja, dass es aktuell schon fast vorprogrammiert ist, ne? Also wir haben ja mittlerweile inverse Zinskurven. Meistens oder in der Historie war es so, dass man dann eigentlich die Uhr nachstellen konnte, dass in den nächsten 6 bis 18 Monaten, dass es dann stark bergab ging. Seht ihr das auch? Also, dass es jetzt tatsächlich nochmal einen Push gibt, den wir vielleicht sogar schon gesehen haben in den letzten, sage ich mal, in den letzten 4 Wochen, 5 Wochen, und dass es dann stark bergab geht. Jetzt ohne wieder in die Glaskugel gucken zu wollen, aber ist das ein Szenario, was ihr euch vorstellen könnt oder was ihr für wahrscheinlich haltet? Also tatsächlich vorstellen kann man sich das, ne? Wie der Sascha das auch schon gesagt hat, es sollte wenig Dinge geben, die man sich per se nicht vorstellen kann in unserem Geschäft. Das mit dem Herleiten von Mustern aus der Vergangenheit finde ich tatsächlich aber schwierig, weil wir auch in der letzten Zeit oft gesehen haben, dass Dinge, die in der Vergangenheit nach Frühindikatoren so und so gelaufen sind, dann eben doch nicht mehr so gelaufen sind. Und ob jetzt eine inverse Zinsstrukturkurve, gilt jetzt ja erstmal für die USA, ob die jetzt wirklich das Signal für die nächste Rezession ist, das muss man mal gucken. Stimmen tut wohl. Jeder Rezession ist in den vergangenen Jahrzehnten eine inverse Zinsstrukturkurve vorausgegangen. Aber umgekehrt hat nicht jede inverse Zinsstrukturkurve zwingend zu einer Rezession geführt. Und wir haben eigentlich ein recht stabiles wirtschaftliches Umfeld, so würde ich es mal sagen. Also Krieg mal jetzt gerade weg. Das große Risiko und die große Unbekannte ist wahrscheinlich schon die Inflation. Also wir sehen halt Inflationsniveaus, die wir alle nicht kennen. Also auch viele aktive Marktteilnehmer kennen einfach solche Inflationszahlen nicht. Und wir müssen mal gucken, ob die Notenbankpolitik eben mit dem Instrumentarium, was sie jetzt auf den Tisch gelegt hat, hinkommt, weil wir müssen die Inflation schon auch irgendwo einbremsen. Also wir müssen jetzt nicht runterprügeln auf unter 2%, das ist wahrscheinlich gar nicht das Thema. Aber wir müssen zumindest diesen Trend und die Sorge, die aus diesem Trend stark steigender Inflationszahlen entsteht, das müssen wir irgendwie schon in den Griff bekommen.
So, die FED hat ein Signal gesetzt, das ist sehr, sehr eindeutig und wird jetzt eben zu deutlichen Zinsschritten über das Jahr führen. Sascha hat es richtig gesagt, Realzins bleibt stark negativ, also von der Seite vermutlich nicht so relevant. Und wir müssen mal gucken, ob die Inflation entsprechend darauf reagiert. Ob die Inflation jetzt nur aufgrund der steigenden Zinsen runtergeht oder auch, weil wir dann doch wieder über die Energieseite Effekte haben, die dann auch die Inflation ein Stück weit per se nach unten bringen. Das werden wir eben über das Jahr beachten müssen. Aber klassisch eine Rezession, ja, in, was weiß ich, vielleicht auch eher eine technische Rezession, mal 2 Quartale negatives Wachstum, aber unterliegend eigentlich schon ein Umfeld, wo wir doch genug Investitionen finden können, von denen wir uns auch in den nächsten 1 bis 2 Jahren entsprechend starke Performance-Beiträge erwarten dürfen. Also wenn man da einfach auch da wieder mit dem gesunden Menschenverstand rangeht, so wie wir das eigentlich sehr, sehr gerne mögen, und einfach sagen, Mensch, wir haben seit Jahr und Tag Infrastrukturthemen, die nicht gelöst sind, und zwar eigentlich überall auf der Welt. Wir haben das Thema Digitalisierung, was in weiten Teilen der Welt eben nicht so gelöst ist, wie es gelöst sein muss, um in der Wirtschaft auch den nächsten Step zu machen. Das heißt, da müssen Gelder hin, da müssen Investitionen stattfinden, um vorwärts zu kommen. Und es sind eben neue Themen dazugekommen, nicht erst durch den Krieg, sondern auch schon durch Corona, Thema Deglobalisierung. Auch das bedeutet ja eine ganz große Umstrukturierung auch der einzelnen Wirtschaftsräume und der Wirtschaftsbeziehungen zueinander. Die Unternehmen haben lange Jahre aus Grund von Unsicherheit, wir wussten nicht genau, wie es sich entwickelt, wenig investiert oder haben lieber Aktien zurückgekauft. Auch das wird sich verändern müssen. Also man kann mit dem gesunden Menschenverstand schon interessante Anlageklassen ableiten und in die investieren. Und dann werden wir natürlich die Schwankungen haben, ist klar. Ohne Schwankungen geht halt nicht. Ja, sonst ginge ja auch Sparkasse zu 5%, geht aber eben auch nicht. Also werden wir mit Schwankungen leben müssen, aber auch mittelfristig wirklich gute Performance-Chancen sehen, bin ich fest von überzeugt. Insbesondere auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Also wenn man jetzt nur darauf setzen, ist halt ein bisschen, naja, nur mal gucken, dann muss man sich die richtigen Unternehmen raussuchen und auch irgendwie den richtigen Moment finden, weil, was weiß ich, im letzten Jahr war jetzt mit Solarwerken eher nicht so gut und mit Wind ist nach wie vor nicht so richtig gut. Aber wir finden schon Werte, die dann auch in das Bild passen, was wir uns so von morgen und übermorgen machen. Ja, du hast gerade auch schon einen starken Trend angesprochen, oder der sich gerade abzeichnet, zumindest Deglobalisierung. Ist ja dann vielleicht auch wieder ein Argument für Emerging Markets, Afrika und so weiter. Seid ihr dann Fan von? Geht ihr da auch rein oder konzentriert ihr euch eher auf Amerika, Europa? Wir sind erstmal für alles komplett offen. Also es muss halt eine gewisse Transparenz da sein in dem Markt und auch in den Unternehmen. Das ist halt definitiv klar. Wir würden jetzt keine chinesische Hinterhoffirma kaufen, wo wir eine Bilanz zwar lesen können, aber mit Sicherheit nicht dran glauben, was drin steht. Da sind wir halt ein bisschen vorsichtig. Aber man kann auch bestimmte Sachen ja auch sehr gut mit Fonds oder ETFs abdecken. Ne? Das ist ja auch definitiv möglich. Aber eigentlich sind die großen Märkte USA, Europa, Asien schon da, wo man genug machen kann. Und die Emerging Markets, klar, sind immer spannend. Das muss man einfach gucken. Aber da auch wirklich sehr speziell hingucken, was es ist. Und wir nehmen mal Russland. Also man hat es ja jetzt gesehen. Ne? Das waren viele, die im Emerging Markets Bereich dort in Russland investiert haben oder auch Anleihen. Und zack, ist es auf einmal ausgebucht. Und dann habe ich dort Minus von 70-80% plötzlich in den Werten. Also sowas würden wir generell schon mal gar nicht wissen. Da sind wir eh vorsichtig, dass wir Themen wie Waffenhersteller, aber auch Diktaturen oder Ähnliches, dort investieren wir nicht. Das unterstützen wir nicht und wollen wir auch nicht. Also da verzichten wir dann sehr, sehr gerne auf mögliche Renditen. Ja. Alles klar. Ja, und dann, weil wir vorhin schon das Thema hatten, dass meine Frageführung auch ein bisschen in die Richtung geht, was sind jetzt die neuen großen Outperformer und so weiter. Wir haben ja letztens schon mal kurz darüber diskutiert, aber da hat ja kein anderer zugehört. Krypto, ne? Ich als Krypto-Enthusiast bin ja auch super interessiert daran. Alle haben ja geschrien, die Institutionen müssen kommen, damit der Markt weiter hochgeht. Wofür hat es dann gesorgt? Der Markt ist mehr zum normalen Markt gekommen, ne? Und schießt nicht mehr hoch, sondern verteilt einfach nur um die ganze Zeit.
Würdet ihr gern rein investieren und wenn ihr würdet, was wären Gründe, die dagegen sprechen? Ja, also da musst du ja eigentlich mehr zu sagen. Du bist ja der große Krypto-Experte und Fan. Also wir haben bisher nicht in Krypto investiert und wir werden es auch zeitnah nicht tun. Wie das aber am Markt ist, das kann sich natürlich jederzeit ändern. Für uns ist der Markt viel zu intransparent. Wir haben ja Kundengelder, die wir anlegen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Kryptowährung kaufen, dann tun wir uns damit extrem schwer, weil die Werte dahinter sind halt rein spekulativ. Also ich kann mit einem US-Dollar was kaufen, mit einem Euro, mit Kryptowährungen, bis auf vereinzelte, kann ich erstmal nichts kaufen, außer vielleicht in einem PlayStation-Spiel irgendwas. Ich finde es schwierig. Dazu kommt natürlich auch, das ist ja immer wieder das Thema Darknet und ominöse Geldwäsche-Geschichten, die über die Kryptowährungen abgedeckt werden. Das ist einfach etwas, wo wir uns bisher raushalten und das auch nicht wollen, weil wir den Wert auch persönlich nicht einschätzen können. Und da ist es vielleicht so wie du das gemacht hast über die letzten Jahre, dich da so eingearbeitet hast in das Thema, dass du sicherlich verstehst. Wir haben auch beide Bücher dazu gelesen und versucht, da reinzukommen. Aber ganz ehrlich, wir haben immer gesagt, wir kaufen das, was wir bis ins Detail verstehen, wie wir wissen, wie der Markt funktioniert und eine Meinung haben dazu, wo der Markt hinläuft. Bei Kryptowährungen sind die Schwankungen extrem hoch und da sind wir beide auch so ehrlich und sagen, wir müssten uns wahrscheinlich 2 Jahre einschließen, um nur damit zu beschäftigen und zu sagen, es macht Sinn oder nicht Sinn. Ja, das ist ja dann tatsächlich der Warren Buffett-Ansatz. Ne? Ihr investiert tatsächlich nur in das, was er wirklich versteht. Also wenn es jetzt hochgehypt wird und die tausende Prozente Gewinn reinkommen, dann interessiert euch das trotzdem nicht, weil wenn ihr es nicht versteht oder wenn ihr sagt, ist uns noch zu riskant oder sprechen da auch andere Gründe dafür. Hättet ihr aktuell überhaupt die Möglichkeit, rein zu investieren? Jetzt mal abgesehen von Firmen, die in dem Bereich stark aktiv sind, könntet ihr in ETFs zum Beispiel reingehen, oder? Ja, genau. Also wir sind ja recht wenig limitiert in dem, was wir tun können. Aber wie der Sascha es gesagt hat, wir mögen die Sachen schon sehr verstehen, in was wir investieren. Und irgendwann ist halt die Kapazität dessen, was man auch auf Tagesbasis quasi nachverfolgen kann, irgendwann letztlich begrenzt. Und anders als bei dir ist bei uns, sagen wir mal, das Krypto-Fieber noch nicht so richtig ausgebrochen oder wir haben uns da bislang vielleicht auch einfach zu wenig mit beschäftigt. Aber wir können schon sagen, aus der Vergangenheit, also sicher haben wir damit auch ein großes Maß an Volatilität fürs Portfolio vermieden. Und wir haben eben von unserer Kundenstruktur schon den Auftrag, also jetzt nicht zu risky zu sein und zu starke Tagesschwankungen auch zu produzieren. Und da hilft jetzt Krypto natürlich nicht unbedingt beim Vermeiden von Volatilität. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch mit vielen unserer Kunden sprechen oder auch mit Neukunden sprechen und uns ganz klar positionieren, zumindest bis dato, dass wir eben in der Vergangenheit keine Kryptos gemacht haben und dass wir morgen auch nicht vorsehen und dass der Kunde, der Krypto sucht, das bitte irgendwo anders machen muss. Und wir erfahren dafür überraschend viel, muss man fast sagen, überraschend viel Zustimmung von Kunden, die sagen, nee, möchte ich aber nicht, also will ich nicht. Liegt vielleicht an unserer Kundengruppe, an der Ausrichtung, an den vielleicht eher älteren Kunden, mit denen wir sprechen. Aber der Wunsch, da zu investieren oder Kunden, die sagen, dann können wir bei euch nicht investieren, weil wir wollen schon irgendwie auch eine Krypto-Position haben, das gibt es bis dato nicht. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran. Wenn du zu einem Vermögensverwalter wie uns gehst, dann legst du da Geld an und sagst, okay, guckt mal, dass ihr Rendite macht, aber eine gewisse Stabilität hat, weil das ist, keine Ahnung, meine Altersvorsorge oder ich will davon irgendwann Immobilien ablösen etc. Das heißt, diese Risiken brauchen die Kunden gar nicht. Die wollen eine vernünftige, anständige Rendite. Die wollen, dass halt in Krisenzeiten wie bei Corona da nicht plötzlich -40% im Portfolio stehen, sondern ein stabiles Portfolio haben und sich einfach nicht kümmern müssen. Auch nicht jeden Tag da reingucken müssen, ob es jetzt 10% mehr oder weniger, sondern wissen, da sitzen Jungs, die kümmern sich darum, ich habe damit nichts zu tun, das funktioniert schon, ich habe andere Themen, ich bin Unternehmer, muss mich um meine Firma kümmern etc. Du siehst ja selbst, das ist ja gesagt, wie viel Zeit man plötzlich in so einer Phase des Marktes aufbringen muss,
um sich mit seinem eigenen Portfolio zu beschäftigen, da kommt man ja nicht mehr zum Arbeiten. Also ich finde auch echt Respekt für was ihr da macht. Ich könnte es tatsächlich nicht. Ich finde es tatsächlich bei mir natürlich auch, aber ihr habt ja jetzt noch Verantwortung für sehr viele Kunden. Ne? Ich könnte es tatsächlich nicht. Also und ich finde es auch, wäre eine riesen Herausforderung, tatsächlich auch Kunden neu zu gewinnen, weil wie geht man an die ganze Sache ran? Gerade in den letzten 2 Jahren, wenn die Märkte nach oben schießen, ein Kunde geht bei euch neu rein, der sieht alles nur nach oben schießen und ihr macht, sage ich jetzt mal, mega solide 15-20% vielleicht sogar, ne? Sogar leicht drunter wäre ja noch eine Outperformance vom durchschnittlichen 8% vom S&P und so weiter. Ja. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da Kunden gehabt, die tatsächlich in den letzten 2 Jahren noch abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, Jungs, hier die Märkte schießen nach oben, was macht ihr da? Ich will eine Aufwand von haben. Also abgesprungen definitiv nicht. Ja. Zum einen, die Kunden, die vor 2020 da waren, waren alle ganz entspannt, dadurch, dass wir bei Corona die Depots nicht einen Tag im Minus hatten und der Markt bei minus 40 stand, waren die alle beruhigt. Die neu dazugekommen sind, klar, hast du mal die Frage, ne, warum habt ihr denn nicht das und das gekauft? Und da haben wir doch 50-60% gemacht. Die Diskussion hatten wir gerade auch so mal zum Jahresende, Jahresanfang. Spätestens seit die Märkte mit Kriegsbeginn oder vorher schon massiv abgestürzt sind, haben wir keine Themen mehr, weil die Kunden alle glücklich sind und sehen, okay, ich habe kein Minus im Portfolio, das funktioniert, die sind stabil, die machen sogar Rendite mit bestimmten Sachen, obwohl der Aktienmarkt gar nicht läuft. Aber das ist ja genau das, was unser Job ist. Also, heißt, im Endeffekt ist es so, dass alle Vermögensverwalter immer darauf warten, dass die Märkte endlich abstürzen, oder? Damit sie wieder glänzen können. Oder wie schaut es aus? Ich glaube, das ist gar nicht bei vielen so. Also wenn man sich das anguckt, es sind viele, viele Fonds, auch vermögensverwaltende Fonds, auch echt ordentlich unter die Räder gekommen in der Zeit. Wir hoffen auch nie darauf, dass ein Markt abstürzt oder ähnliches. Also wir hätten total gerne mal wieder so ein Jahr, wo so ein Markt normal läuft. Also keine großen Einschränkungen, keine großen Wohler. Man sucht einfach ein paar vernünftige, solide Werte aus und geht mit einem guten Ergebnis. Aber das passiert ja nicht mehr. Also wir sind jetzt nicht die sagen, wir legen da Geld hin und warten, bis der Markt einbricht und dann schlagen wir zu und kaufen alles für die Hälfte. Nein, da haben wir auch gar kein Interesse dran. Weil das bedeutet ja nur viel, viel mehr Arbeit, noch viel, viel mehr Lesen. Aber wenn es so kommt, müssen wir halt vorbereitet sein. Das ist das Ziel. Das ist viel wichtiger. Und da unterscheiden wir uns von vielen, weil wir halt auch die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit zu 100% in Cash zu gehen und das auch machen. Das machen halt viele nicht. Die lassen es durchlaufen und sagen, irgendwann erholt sich schon wieder. Das ging nach Corona sehr, sehr schnell. Aber es gab ja auch Marktphasen in der Vergangenheit, wo ein Markt auch mal 3, 4 oder 5 Jahre einfach gar nicht gelaufen ist. Und da muss man halt aktiv sein. Das ist für uns das Entscheidende, dass wir da halt am Ball sind. Wenn es ruhig läuft und die Märkte laufen, ist es für uns entspannter. Aber in so Phasen muss man halt da sein. Da wünscht man sich auch manchmal, man hätte was Vernünftiges gelernt. aber es ist dann halt so. Kommt ihr euch manchmal so ein bisschen vor, auch wie im Casino? Oder ist es tatsächlich doch mehr Kontrolle? Deutlich. Also es ist ja mehr Kontrolle, natürlich. Aber manchmal fühlt es sich doch tatsächlich ein bisschen so an, oder? Der Markt fühlt sich oft so an. Aber wenn wir da sitzen würden, das wäre jetzt eine Entscheidung, 50-50, rot oder schwarz, würden wir sie nicht machen. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir analysieren das, wir treffen beide die Entscheidung und würden sagen, guck mal, wenn wir jetzt beim Casino wären, da sind 34 Felder, davon sind 32 rot, dann setzen wir auf rot. Dann müssen wir schon arg daneben liegen, aber eine 50-50 Chance gehen wir einfach gar nicht ein. Also das Chance-Risiko-Verhältnis muss immer passen bei uns. Das finde ich interessant, dass du sagst 50-50, weil tatsächlich meine Meinung aktuell als Außenstehender ja quasi, ist es aktuell eine 50-50, wo wir hingehen? Ob wir tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten massiv bergab gehen oder ob wir weiter durch die Decke gehen und nochmal neue Allzeithoch sehen? Müsste man in dem Fall ja tatsächlich eine riesige Cashquote haben, oder nicht? Ja, aber das ist im Prinzip genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wenn du über die Frage sprichst, nach oben oder nach unten, sprichst du ja für die Aktienseite. Ja. Dein Fokus ist noch bei der Aktienseite, wo ich tatsächlich sehe. Du fragst mich jetzt ja nicht, ob wir beim neuen massiv nach oben oder nach unten gehen. Na doch, im Endeffekt genauso, oder? Auch bei Gold sind wir tatsächlich gerade so, also ich tatsächlich fände ich sogar realistisch, bei Gold nochmal
unter die 1800 zu gehen. Kann aber auch sein, dass wir bei 2200 stehen in ein paar Monaten. Ne? Also das sind ja riesige Sprünge für Gold. Was, selbst im Goldbereich sind wir aktuell so volatil wie gefühlt schon lange nicht mehr oder noch nie. Also das meine ich damit. Ne? Ja, es ist ja immer noch viel, viel Geld im Markt, was rotiert und was auch relativ schnell rotiert und über die einzelnen Anlageklassen rotiert. Aber ganz grundsätzlich, nee, für uns ist es im Portfolio niemals eine 50-50 Chance und wie der Sascha das gesagt hat, auf Einzeltitelbasis auch nicht. Also wir machen das Geschäft jetzt ja auch schon, was weiß ich, 15 Jahre und mehr. Also dieser, was du vorhin auch gefragt hast, ne, ist Casino oder so, dass dieser, was weiß ich, so ein Casino-Effekt wird durch die Tagesarbeit komplett quasi zur Seite geschoben. Gibt es einfach nicht, weil du dich einfach so tief dann auch nur mit Zahlen beschäftigst, dass sämtlicher, sagen wir, dieser Casino-Reiz, ne, ich kaufe jetzt was und hoffe, dass ich das, ist nicht. Also dafür ist es dann wirklich dann zu sehr nüchterne, ja, ganz normale Büroarbeit, wenn du so willst, nämlich Zahlen von rechts nach links drehen und überlegen, wo da die Reise hingehen kann und unterm Strich einfach ein vernünftiges und gesundes Portfolio zusammenbauen. Und in der Mischung der Instrumente vermeiden wir ja auch eben, dass wir vor der Frage stehen, gehen wir jetzt nach oben oder nach unten, weil wir haben eben nicht diese Eindimensionalität im Portfolio, weil wir eben auch über negative Korrelationen, über Absicherungsinstrumente versuchen, eben schon so viel Stabilität zu erzeugen, dass wir dieses Risiko, hoffentlich stehen wir auf der richtigen Seite, wenn es losgeht, niemals eingehen wollen. Ja, das ist genau das, was du sagst, diese 50-50-Chance für den Markt, da bin ich bei dir. Der kann nach oben gehen, der kann nach unten gehen. Das können wir, wissen wir heute nicht, was morgen passiert. Das ist definitiv so. Aber da kommt es ja darauf an, ein Portfolio so zusammenzustellen, dass man überhaupt nicht davon abhängig ist. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel aus dem Portfolio. Wir haben Gas im Portfolio. Wenn morgen ein Gashahn zugedreht wird von Europa oder auch von Russland, dann wird es den deutschen Aktienmarkt massiv belasten. Aber der Gaspreis wird steigen. Also da haben wir dann einen Ausgleich. Das ist dann vollkommen okay. Also da wollen das alle nicht. Aber da, das ist ja dann genau der Job, da zu gucken, dass wir dann nicht davon abhängig sind. Also was passiert? Auf einmal unsere Industrie muss komplett runtergefahren werden und der Aktienmarkt fällt mal um 10 oder 20% und wir hängen da voll dran. Das Risiko dürfen wir ja nicht haben. Wir wissen, das Thema ist am Markt. Also es kann passieren, dass entweder Europa den Gashahn zudreht oder auch Russland. Das heißt, wir müssen darauf vorbereitet sein und das Portfolio auch so aufstellen. Wir können ja nicht einfach sagen, das Thema ist nicht da, interessiert uns nicht, sondern müssen darauf vorbereitet sein und das nach bestem Wissen und Gewissen halt auch genauso umsetzen. Ja. Ich finde es tatsächlich mega spannend und Carsten, du hast das genau richtig gesehen. Ich bin da tatsächlich, ich bin ja absoluter Kleinanleger, ne? Und deswegen finde ich eure Perspektive auch so mega interessant. Man kann auch so viel davon lernen, wie man tatsächlich sein Portfolio nicht danach aufbaut, die Outperformer zu finden, sondern tatsächlich so stabil wie möglich im Idealfall nach oben zu wandern oder gegebenenfalls bei fallenden Märkten zumindest auf einer Null oder weniger Fallen zu arbeiten. Ne? Habt ihr da eine historische Rendite, mit der ihr gegenüber Neukunden oder aktiven Kunden kommuniziert? Könnt ihr da was rausgeben? Klar. Dann mach mal. Hau doch raus. Sag mal. Futter bei den Fische. Sache. Ja, wir liegen um die 9% seit Auflage per anno. Mit all den Krisen etc. ist das durchschnittliche Performance. Und damit sind wir auch schon mehr als zufrieden. Ja. Auch dann auch 2013, ne? Also dass man so in Relation sieht. Also jetzt nicht die letzten zwei Jahre aufgelegt und dann um die 9%, sondern 2013, also schon auch. Vernünftiger Track Record da und dann auch über verschiedene Marktphasen da und auch eben immer wieder schwierige Marktphasen, ne? 2015, so Mitte des Jahres schwierig, Anfang 2016 schwierig, 2018 Ende schwierig, 2020 schwierig, 2022 vermutlich schwierig. Also war jetzt ja nicht alles nur straight und juche, sondern also es war unterm Strich natürlich schon eine gute Performance drin, aber mit den entsprechenden Drawdowns auch zwischendurch. Und, ja, das ist ja auch das, was ich gerade noch zu dir sagen wollte, Mario. Es ist fürs Portfolio und fürs Konstruieren ist wahrscheinlich schon gut, man hat so einen mittelfristigen View und findet irgendwie Themen, die spannend sind
Und Werte, von denen man ausgeht, in 2, 3 und 5 Jahren, werden die auf jeden Fall höher stehen als heute. Das ist ja schon mal eine ganz hervorragende Basis, um irgendwie Geld zu investieren. Aber die werden halt eben nicht geradlinig in den nächsten 5 Jahren nach oben laufen, sondern sie werden halt Schwankungen nach unten produzieren. Und deswegen ist für uns wichtig, wir haben diesen langfristigen View und wir wissen, was wir im Kern im Portfolio haben wollen und wo die Reise unserer Meinung nach hingehen wird. Aber wir müssen eben dann doch wieder kurzfristig immer wieder rein, um einfach zu große Risiken auch entsprechend abzufedern und zu vermeiden. Und selbst wenn wir alle sagen, Wasserstoff, Riesenthema, und in 5 und in 10 Jahren irgendwann fliegen die Flugzeuge mit Wasserstoff und die Schiffe fahren mit Wasserstoff und alles Wasserstoff, alles voll super, aber bis die Technologie so marktreif ist, dass da viele Unternehmen mit Geld verdienen, ist es halt auch echt noch viel Fantasie. Und überall, wo viel Fantasie ist, ist einfach auch viel, viel, viel Risiko. Was also bedeutet, dass wir Wasserstoff seit 2018, 2017 eigentlich sehr gerne mögen und auch immer mal wieder hochgewichtet haben im Portfolio, aber eben auch zwischenzeitlich Wasserstoff auf Null haben, weil dann einfach der Markt, das Marktumfeld, das kurzfristige Marktumfeld für diese Werte einfach nicht passt. Obwohl wir wissen, langfristig überhaupt kein Thema. Aber wir wollen eben auch kurzfristig zu große Schwankungen vermeiden. Und dann müssen wir halt aktiv ran, selbst wenn sich langfristig an dem View fürs Unternehmen nichts verändert hat. Ich finde es echt super interessant. Vielleicht darf ich bei euch ja auch mal Mäuschen spielen irgendwann. Würde mich echt mal interessieren, mal rumzukommen und vielleicht mal einen Tag oder vielleicht sogar mal eine Woche über die Schulter zu gucken. Und was mich am meisten interessiert würde, wäre sowas, Sascha kommt um die Ecke mit irgendeiner super coolen neuen Firma und Carsten mag die überhaupt nicht. Und was passiert dann? Dann machen wir es nicht. Ja. Du hast vorhin gesagt, Sascha, wir versuchen uns nicht gegenseitig zu überzeugen. Doch, das versuchen wir ja eigentlich schon. Also ich habe halt meine Meinung und Sascha hat seine Meinung. Das ist auch ganz gut. Und das hat in der Vergangenheit auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir große Risiken vermeiden konnten. Was bei uns selten entsteht, sind Schnellschüsse. Weil Saschas und meine Meinung wirklich nicht oft deckungsgleich sind. Zumindest mal nicht von Anfang an. Und wir müssen dann diese Meinung zu einem Markt oder zu einem Unternehmen, einem Sektor oder auch einer Region, die müssen wir schon quasi akademisch rausarbeiten. Ja? Also Rede und Gegenrede. Und dann gucken wir mal, wie man sich dann irgendwo annähert, bis man irgendwo eine Schnittmenge hat, wo man sagt, okay, und das ist jetzt das, in das wir investieren können. Deswegen geht auch Daytrading gar nicht, weil unser Entscheidungsprozess, ob wir jetzt was kaufen oder verkaufen, vermutlich auch zu lange dauern würde, um heute Morgen was zu kaufen, nur uns am Nachmittag mit 200% Gewinn wieder zu verkaufen. Das geht gar nicht, weil wenn Sascha irgendwie mit einem Unternehmen kommt, dann will ich mir das Unternehmen eben auch angucken und will mir meine Meinung dazu machen und sagen können, okay, sehe ich genau wie du. Oder sehe ich vielleicht hier und da einfach auch ein Stück weit anders, weil ich andere Quellen lese, weil ich weil ich Zahlen irgendwie anders aufbereitet lese und mir andere Meinungen dazu bohne, als die der Sascha gelesen hat. Und dann müssen wir die irgendwie austauschen und gucken, wo liegen wir denn jetzt? Ne? Oder finden wir ein Bild, wo wir beide sagen, okay, aber die Ausrichtung des Unternehmens passt oder der Rohstoff, was weiß ich, hat so und so viele Anwendungsbereiche und weil das so ist, wollen wir es jetzt beide kaufen. Und auf der Verkaufsseite dann effektiv ganz genauso. Und so auch bei mir, wenn ich sage, ich finde China super, dann weiß ich, dass der Sascha China nicht super findet. Und zwar per se nicht. Dann müssen wir halt, das können wir gerne jetzt ausdiskutieren. Das fände ich super spannend. Go! Nein, aber es ist immer mal wieder so, dass wir so Themen haben, ich habe eine Überzeugung, auch eine starke und auch langfristige Überzeugung dafür und Sascha dagegen oder umgekehrt. Und dann müssen wir halt gucken, wann sind denn dann die Momente, wo der Sascha so weich gekocht ist, dass er doch sagt, okay, jetzt ist es in Ordnung, jetzt kaufen wir. Jetzt gesagt, Alibaba, kaufen! Er mir sagt, pass mal auf, die unterstützen die Russen doch irgendwie. Wir kaufen auf gar keinen Fall China. Wo ich dann in dem Moment sagen muss, ich finde China super, aber wenn die Russen unterstützen, finde ich China nicht mehr super. Dann, ja. Also es ist halt wirklich ein sehr lebendiger Prozess und von außen zu zuschauen, vielleicht nicht immer schön, aber wenn du mal rumkommen möchtest und so ein Portfolio-Manager-Meeting mitgestalten möchtest, dann komm gerne rum. Ja, nee, fände ich tatsächlich mal super. Wie läuft denn das im Urlaub dann ab? Habt ihr überhaupt dann jemals richtig Urlaub? Was ist denn, wenn einer in Urlaub geht mal für 2, 3 Wochen, was ja auch ab und zu mal passiert, und dann dreht sich der Markt? Dann seid ihr instant wieder zusammen, oder? Ja, also definitiv.
Dafür machen wir unseren Job auch viel zu gerne, als dass wir sagen würden, sind wir mal 3 Wochen raus und interessiert uns nicht. Also wir haben es jetzt mal nach 2 Jahren geschafft, den Carsten mal 3 Wochen auf ein Schiff zu schicken, damit er mal 3 Tage kein Netz hat. Aber er hat extra eine Route, die geht, wo freitags bis sonntags Seetage waren. Nein, das machen wir schon aus eigenem Interesse oder aus Spaß. Also wir machen unseren Job ja total gerne. Also wenn ich im Urlaub bin, interessiert mich das, und beim Gast ist das genauso. Der hier ist, hat die Verantwortung, und wir tauschen uns genauso aus, wie wenn wir hier sitzen würden. Also das kriegen wir hin, das ist überhaupt gar kein Thema. Seid ihr die Einzigen dann sozusagen im Team, oder habt ihr dann noch Unterstützung von irgendwie einem Research-Team oder irgendwas in der Richtung? Nein, das machen wir komplett alleine. War aber auch immer das Ziel, und haben wir auch immer gesagt, da kann vielleicht mal ein Dritter zukommen, das wäre es aber. Wir möchten niemals mit 10 Leuten an einem Tisch sitzen und darüber diskutieren müssen, was wir machen etc. Also nö. Solange wir das hinbekommen und erkennen, dass wir das gut machen, machen wir das weiter. Wenn wir irgendwann merken, wir kommen an unsere Grenzen oder wir machen unseren Job nicht mehr gut, weil wir zu viele andere Themen haben, dann würden wir uns natürlich Unterstützung suchen. Keine Frage, dann kannst du dich für den Kryptobereich gerne bei uns bewerben. Aber ansonsten machen wir es erstmal alleine, weil wir einfach schnelle Wege haben, so wie Carsten es erklärt hat. Diskutieren. Wir beide diskutieren schon genug miteinander über die Werte. Schenken mir jetzt auch einmal im Monat einen Gutschein für ein China-Restaurant, damit wir etwas schneller kaufen. Genau. Aber nein, Spaß beiseite. Das machen wir zu zweit und es funktioniert gut. Und habt ihr, weil 2 Leute tatsächlich ist ja schon einiges, was ihr da auf eure Schultern ladet, ne? Habt ihr irgendwie eine Maximalgrenze an Positionen dann auch im Portfolio, weil ihr müsst ja tatsächlich alles im Auge behalten, ne? Ja, ja, deswegen haben wir auch gesagt, tatsächlich, wir wollen konzentrierte Portfolios, die müssen halt schon so diversifiziert sein, dass sie hinreichend Stabilität bringen, aber wir können jetzt keine 70 Werte managen, also zumindest mal nicht auf der Einzelseite, ne? Und zumindest in den letzten 10 Jahren kann man auch sagen, es war zum Glück auch nicht notwendig, so breit zu diversifizieren. Also wir haben über die Einzeltitelselektion natürlich schon relativ hohe Bewegungen auf den einzelnen Positionen, aber wir haben eben auch immer mal ETFs oder Fonds bei und erreichen damit natürlich noch eine etwas größere Streuung und versuchen halt auch zu hohe Konzentrationen dann in einzelnen Sektoren oder in einzelnen Regionen der Welt zu vermeiden, um einfach keine zu großen Abhängigkeiten entstehen zu lassen. Und wenn wir dann Portfolios haben, die zwischen 20 und 35 Werte haben, dann passt das für uns und sorgt dafür, dass wir die Vola stark im Griff haben. Also die Vola ist selten über 10. Und damit, wenn wir da aktional Performances hinkriegen, ist alles schön für uns. Und das ist auch das, was die Kunden wollen. Klasse. Ich würde dann jetzt tatsächlich auch gar nicht noch viel mehr hier reinquetschen und bedanke mich erstmal vielmals an der Stelle. Ich fand es tatsächlich wieder super interessant. Und ich hoffe, dass wir vielleicht wirklich in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht wirklich so ein wiederkehrendes Format draus machen können. Und vielleicht schaffen wir es auch mal, dass ich mal bei euch vorbeikomme und mal über die Schulter schaue. Also wirklich klasse und ein super Input auch. Und auch an unsere Follower und Viewer gerne unten in die Kommentare reinpacken, falls ihr da noch weitergehende Fragen habt und so weiter. Auch vielleicht Feedback dazu, ob ihr es hilfreich fandet oder nicht. Verbesserungsvorschläge und so weiter. Vielen, vielen Dank an euch beide an der Stelle. Danke dir, Mario. Danke, gerne.